Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Riebach. Und es ist tatsächlich, also der, ne, unser zweiter Abfahrer ist auch schon wieder da. Ich habe jetzt ja gerade da unten gestanden, nicht so kommen, dass wir noch einmal abtanken. Und er kam auch wie, ne, so eine Rakete angeschossen und oh. Hüllt ja auch wieder an mir vorbei. Also ich mir eigentlich so denke hier. Jetzt geht er wohl mal so richtig los hier, ne? So, jetzt ist ja nicht das passiert, was ich eigentlich nicht unbedingt wollte, dass hier jetzt beide Abfahrer, ne, jetzt schon was drin haben. Aber gut, ich kann jetzt erstmal gleich den hier beglücken. Weil hier, wir sind nämlich jetzt schon wieder voll. Naja, ich glaube, die waren jetzt gerade noch am Reden hier. Ne, fahr du mal hin. Ne, fahr du mal hin, ne, so ungefähr. Also, ich habe es mir jetzt so bildlich vorgestellt. Ich weiß nicht, meine Fantasie geht gerade ein bisschen näher durch, aber egal. Und du machst eine Spazierfahrt oder? Ja, aber. Also, da unten. Okay. Ist doch mal gerade ein Wagen voll drin. Wolltest du jetzt echt losfahren, leer machen oder wegfahren? Oder? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, guckt euch das an, da ist ein Kontakt voll drin. Der fährt das jetzt, fährt jetzt weg. Und der, ne, den Anfänger, den wir hier jetzt ja noch haben, der ist hier auch gleich voll. Nee. Oder jetzt fährt er einmal im Kreis oder sowas und fährt dann an das Feld wieder ran oder was macht er jetzt? Ja, er ist einmal im Kreis gefahren und fährt jetzt hier an dem Punkt wahrscheinlich wieder hin. Weil er fährt nicht abladen. Weil da müsste er, glaube ich, da oben hin. Irgendwo mal nicht. Nee. Ich weiß das gar nicht. Ach ja, nee. Nicht in die Frucht hier, bist du wahnsinnig, oder? Was sind jetzt alle dusselige Ausrufezeichen? Wo muss er denn jetzt hin? Ja, wenn er nicht anders, dann kann man es auch nicht finden, ne? Da ist es. Na ja, denn. Oh.
Na, siehst du, da ist er wieder. Er fährt er jetzt einfach mal so eine Runde spazieren. Oh. Ja. Okay. Jetzt ist auch egal. Hätte mir jetzt gerade gedacht, hier, ich stelle das wieder aus mit dem Abfahrerrufen, also den Abfahrer 2 rufen und, ne? Ist jetzt glaube ich auch egal. Weil ich denke, so im Grunde genommen ist es jetzt eigentlich auch nur noch die beiden Anhänger voll machen und dann war's da, glaube ich. Dann haben wir das hier auch geschafft. Hätten wir jetzt gerade so ein so eine Aktion hatten wir glaube ich auf der Marsch auch schon, ne? Wenn der Abfahrer mal eben einfach nur so eine Runde gedreht ist. Oder der zweite Abfahrer mehr oder weniger. Ist der dann einfach mal, ne, vom Feld gefahren und, ne, ist einmal um Pudding gefahren und kam am Eingang vom Feld wieder. Blöde ist natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt das Rohr wieder ausfahre, kommt er wieder. Was ich ja nicht will. Ich will ja erst ihn voll machen. Ich weiß nicht so recht, ich weiß auch nicht so recht. Eigentlich so ein bisschen blödsinnig, was der jetzt da macht. Weil hier juckelt er jetzt auf dem Feld rum. Ah ja, fährt weg, sehr gut. Oh, oh, oh. Also ich hoffe, das gibt's schon noch mit hier.
Ja, gleich noch eine Bahn und noch so ein Pizzichen bleibt wahrscheinlich da noch stehen. Ja. So, dann komm hier. Dann bleiben wir erst betteln müssen, ne? Das ist furchtbar. Jetzt auf die Uhr gucke, ja, das kriegen wir, glaube ich, heute doch noch geschissen, ne? So. Oh, 95% nur Fortschritt, ne? Also. Nee, zurück. So habe ich den runterlassen, nicht wieder, ne? So, letzte Bahn, würde ich sagen, ne? Wenn denn alles in den Ruder reingeht, ne? Er nimmt doch alles mit, ne? Bis auf die letzten Meter. So. Ich fahre jetzt extra vorhin, damit er nicht hier hin und her drehen muss. So. Stehen bleiben. So, Hans Günther, jetzt gib Gas. Komm ran hier. Sehr schön. So, ich spring noch mal da rein für die für die nächste, ne, Mission oder ne, was auch immer. Sonst mache ich mir dann nachher wieder, ne, irgendwelche Gedanken, warum läuft das jetzt wieder nicht? Denn wenn man das, glaube ich, auf Null stellt, dann geht das beim Drescher normalerweise eigentlich auch ganz gut. So. Du fährst zurück oder? Ach so, ja. Warte mal, war das 17? Nee, warte mal. Du fährst mir noch den Anhänger zum Hof.
würde ich sagen. Wo ist er denn? Hä? Wo bist denn du jetzt hingefahren? Warum fährst du jetzt erst hier noch? Achso, er ist noch auf dem Feld in der Runde gefahren, schätze ich mal, oder? Ach, egal. Dann haben wir hier dich mal selbstständig. Reicht jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, was das soll. Warte! Nö, der gehört ja doch uns, oder nicht? Jo. Der Hub ist so nah, ne? Da kommen wir auch hier lang, ne? Wir kommen da nicht lang. Ja, wir müssen doch hier rum. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, jetzt kommen wir zwar hier wieder dran lang, aber... Wo fahre ich jetzt eigentlich hin, sag mal? Ich muss doch da hin. So, Mission ist fertig, aber ich kann es dann noch nicht abgeben, weil sonst ist hier der Schlepper hier gleich weg. Ich will jetzt mal eben den Anhänger nach Hause fahren. So. Wenn wir den Anhänger dann endlich mal zu Hause haben. Ich weiß, eigentlich, wir sind schon längst drüber über die Zeit. Ich hab's jetzt gerade auch gesehen. Ich will das jetzt noch eben schnell mit ihm die Aufnahme reinbringen, dass wir das zum nächsten Mal wenigstens erledigt haben. So. Und hier drin. Und dann sagen wir auch abkoppeln. Dann machen wir den mal aus. Den Anhänger haben wir nach Hause. So, der kommt auch, glaube ich, nach Hause, glaube ich. Ist auch egal. Abschließen. Gucken wir mal in hier. Fährt er jetzt nach Hause? Nee. Nach Hause. So. Aber ich verabschiede mich hier von. Ja. Jetzt mal von der Karte, würde ich mal sagen. Also für diese Woche. Und dann
Jo, gucken wir mal, was wir nächste Woche denn hier ausfressen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.